Ach, Freunde. Ach. So, Tank ist geleert. Es geht weiter. Ah, schön. Schön. Noch so ein bisschen hier Ferraro. Küsschen noch besorgt, bei guten Zuschauern gibt man ja ein Küsschen. Oh Gott. Hör auf. Ja, ich höre schon auf. So, wir fahren jetzt mal Richtung normale Aufträge, weil hier gibt es leider keine Panzer. Ich bin fürchterlich enttäuscht. Vielleicht haben wir ja was für Machine Factory Town. Da kann man da mal gucken, ob es da Panzer gibt. Wäre schön. Ja, wäre ja vorzüglich. Ja, ich muss auch noch gestehen, ich habe leider einen Wagen bekommen. Ich habe einen Wagen für 5000 verkauft, damit ich rauskomme. Damit ich nicht blöd rumrangieren muss. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, bitte verzeiht mir. Aber nein, 5000, glaube ich, schmerzen gerade weniger, wa? Na, jetzt hat der Kohle über Unvermögen, ha? Vorher sich immer beschwert, keine Kohlen gehabt, alles so teuer, und jetzt hat, kommt er dann daher und verkauft einfach mal einen Wagen. Ja, ich kann's halt, wa? Geld regiert die Welt, das wissen wir doch. Letzte Folge, sage ich nur. Naja, so, dann halten wir mal kurz hier an. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen, also nehmen wir die Weiche mal als Ausgangspunkt. Dann checken wir die Lage. Was hat so der Hafen für uns? Oh, der Weihnachtsbaum steht immer noch da. Ihr wisst schon, dass das 6. Januar vorbei ist, oder? Gut. Also, Logistik Hall. 9. So. Rangieren ist auch nein. Das ist hier Dings. Shounting, nein. Wir tun erstmal alles hier schön sortieren, was wir nicht brauchen. Shounting. Logistik Hall wollen wir auch nicht. Oh, Hafen haben wir ja ganz viel jetzt mittlerweile. So, dich tun wir auch mal weg. Ist auch noch 14.000. So, was haben wir denn hier? Gut, 7.000. Ja, schon mal 22. Ja. Oho. Schon mal 50.000. 15. 4. Also, ich bitte euch, ja, also, ich bin jetzt zur verwöhnte Göre. 23, 19, 6, 13. Oh, es bringt alles nicht mehr viel Kohle hier ein. Ich bin ja fürchterlich enttäuscht. Naja, theoretisch könnte man ja nach Dings fahren. Nach Machine Factory Town. Ich schau mal, ob da Panzer gibt. Also, was für Auftragsnummern hat man? 17 und 42. Zurück gehen. 17 und 42. Schauen wir doch mal, ob wir hier was hier rumstehen haben. Da steht was. Das sieht nach Uzugün aus. Da haben wir schon mal die 42. Jawohl. Und die 17 brauchen wir noch. Bist du die 17? Da haben wir die 17. Ja, perfekt. Was hätte ich jetzt gesagt? 42 war... Der hier. Welche steht immer noch richtig? Perfekt. Na, dann komm mal ran hier, mein Freund. Wir holen uns mal die Züge. Dann fahren wir halt wieder nach Machine Factory. Hey, komm, Freunde. Haben wir alles zuletzt gemacht. Erst vor zwei Folgen. Ja, ich weiß. Ich gebe auch ein bisschen Kohle. Halt gucken, ob die Machine Factory Town vielleicht Panzer steht. Das könnte eher hinkommen bei Machine Factory Town. Ist er? Ist er? Stark. Das ist dann die 17 hier.
da bumst er mit voller Wucht drauf, Mann. Was kann er eigentlich, der Mensch? Nichts kann er. Oh, bin jetzt einfach so reingegangen. Oh, ich muss auch mal die Türen aufmachen. So. Nein, gib mal Juni mal. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich habe jetzt gemerkt. Jawohl, ist 17. So. Nehmen wir euch mit. Ah, ich hätte schon gerne mehr so Hazeman 3 Sachen. Habe ich das ja auch und kann ich das nicht hernehmen, weil, ne? Ah, ich bin schon wieder so frustrierend. So. Die Bremsen sind noch nicht lose genug. Mann. Jetzt hat er aber. Nun drücke doch mal rein hier. So. Ha, ihr kennt ja das Spiel hier mittlerweile. Es ist ja schon fast alltägliche Routine hier. Nur wir wissen nie, was uns erwartet auf der Strecke. Was auch schön wäre, wenn sie so Szenarien einbauen täten, so wie auf einmal liegt da ein Baum im Gleis oder so. Und du dann so Ausweichrouten nehmen musst, weiß ich nicht, so Umleiterstrecke. Oh, das wäre, jetzt komme ich aber auf Ideen hier, hör auf. Ah, oh, ich habe immer so viele Ideen, Mann. Hör doch auf, sowas zu erzählen, sonst machen die das wirklich. Dann ist es nicht mehr so einfach wie vorher. Es muss ja nicht immer einfach sein, mein Freund. Kann ja auch mal schwer sein. So, dann machen wir die mal scharf. So, checken wir mal die Lage. Sprit haben wir noch ein bisschen. So, dann können wir mal schnell aktivieren gehen. Haben wir schon wieder ein bisschen Zeit gespart. Na, du bist ja clever, mein Freund. Ja. Ja, und wie. So, wo müsst ihr denn hin? C3. C4, na, das passt ja. Na, das passt ja. C3 und C4, na, das machen wir doch. Haben wir abgeholt. E5 haben wir auch abgeholt. Passt. So, auf geht ihr wieder Fahrt. Mal wieder. Ah, jetzt mal die andere Route. In der Aufnahme machen wir echt viel mit. Also, puh. Na toll, jetzt will ich nochmal Ferrero Küsschen. Die sind immer so lecker mit dieser Nuss da drin. Yombi, yombi, yombi. Yom, 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 yom. Yom, 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 yom.
Naja. Na, was kann ich denn euch heute so erzählen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Bin ich offen, ehrlich. Was soll's? Ja, ich muss mal kurz... Ja, Kopfhörer hängen. Fest. Sitzt. Sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Ah, Woche ist auch jetzt schon wieder bald rum. Wenn ich jetzt richtig rechne, ist immer Donnerstag. Jetzt hat er einen schönen Donnerstag. Und bitte was? Ich bin schon wieder am Handy. Es tut mir echt leid, aber es ist gerade wieder wichtig, weil es geht um Krapfen. Und die sind dann Matschepampe, wenn sie zu Hause sind. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Krapfen, Matschepampe. Das werde ich nicht überleben, Freunde. Das werde ich nicht überleben. So geht das fein nicht. Egal, wir konzentrieren uns jetzt hier noch. Wahnsinn. Matschepampe-Krapfen. Das heute. Kriegst du so angeboten, kriegst du Matschepampe-Krapfen. Also. Sprit haben wir noch, sehr schön. Ja, wo wir noch nie wirklich getankt haben, war Machine Factory Town. Ah, du böser Bube, wo hast du denn da nie getankt? Na, das weiß ich auch nicht, mein Freund. Aber theoretisch könnten wir, wenn wir Machine Factory Town fertig sind, wieder zurück zur City fahren und dort dann zu tanken. Oh, du bist ja clever. Ja, ich weiß, auch ich darf mal clever sein. So wie Klaas clever. Ahahaha, hör auf, bitte. Okay. Auf jeden Fall, ich werde mal versuchen, dann nächste Woche mal wieder den Hafen ein bisschen zu vermeiden. Der Hafen, wieder hier hoch. Diese Strecke, das ist so. Es ist wie auf Arbeit. Man kann es halt irgendwann mal nicht mehr sehen. Was willst du denn dann fahren? Den ganzen Tag, die ganze Woche. Nur Sawmill und Forest Suite. Und Central. Immer die zwei. Hin und her, die drei. Hin und her, die ganze Woche über. Das tust du uns nicht wirklich an. Spaß wäre es echt wert. Also den Spaß, das wäre mir echt wert, die ganze Woche lang. For Central South Sommel. Sommel Central South Central. Immer diese bösen Gedanken. Ja, jetzt könnten wir eigentlich auch mal wieder längere Züge ums zusammenbauen. Ja, wäre auch mal eine Idee. Habt ihr recht. Ja, Freunde. Könnten wir mal wieder machen.
Ja, ich glaube, ja, es war eine Idee mal. Mal so einen langen, richtig langen Zug. So richtig, richtig lang. Auf dem Bonus einfach scheißt. Ah, da fehlt mir mein Hutmanager. Ah, mein Roadrunner. Wieder ab. Ah, Nachteil. Nachteil. Vielleicht wird der ja auch mal so eingebaut. Ich weiß es ja. Mein Onkel, der hat ein Onkelhaus, wa? Sollen wir mal ein bisschen runtergehen hier? Gehst du jetzt mal runter mit der Geschwindigkeit? Danke. Ich habe keine Lust, dass diese kleinen Wagen da auf einmal explodieren wie heute. So, 40 haben wir jetzt hier, jetzt kommt er in die Weiche. Ich weiß gar nicht, wozu hier dieser Abzweig gut sein soll, weil fährst du dann nur im Kreis. Sehr, wie sehen. Fährst du nur um den Berg herum. Also tut es jetzt nicht wirklich was. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber. Dann hätte man noch hier so eine Weiche hochlegen müssen da. So. Dann hätte es eventuell sogar was gebracht. Also meine auch. Naja. Und das ist doch wohl ein Geheimnis. Was man jetzt wissen. Vielleicht erkunden wir das ja mal. Vielleicht steht da so fett die E-Lok drin ohne Oberleitung. Naja. Also auf der Karte ist nichts eingezeichnet. Nö, ist nichts eingezeichnet. Naja, vielleicht werden wir es nochmal lüften und fahren im Kreis um den Berg herum. Warum nicht? Wir drehen dann immer so viele Runden, bis wir da unten alles eingenommen haben an Wagen, damit die ganze Strecke nur noch wir sind. So wie Snake. Wir sind hier wieder am Hafen angekommen und da ist schon wieder der Rattenschwanz vom anderen Zug. Lustig wär's. Vollspeed gehen, damit meine Bonuszahlung auch ja bekommen. Die kriegst du auch froh. Ja, ein bisschen. Man weiß ja nie, oder? Also dem her, Freunde. Ah! Ah! Jetzt sitzt das T-Shirt schon wieder nicht richtig. Was ist denn heute los? Ah, was ist denn heute hier wieder? Heute passt einfach gar nichts, gar nichts. Ja, ich schon dran denke, dass mir heute Morgen bin ich auf Arbeit. War so die erste Runde, habe ich so gerade hinter mir gebracht. Ah, Moment, Jugend. Ah. Eklig. Ich sollte mich mal öfters waschen, nicht nur einmal im Jahr. Ja, was soll ich sagen, habe ich ja meine Arbeit so begonnen, erste Runde hinter mir gebracht, gehe erst erstes Mal aufs Klo. Komm raus, geh halt vor die Tür so und geh nach vorne. Ich geh nicht gern durch den Zug durch, warum auch immer, aber
weiß ich nicht. Das kommt mir immer so lang vor. Ja, geht außen am Zug vorbei und denke so, es zieht untenrum ganz schön rein. Dann gehe ich so meinen Führerstand rein, mach so alles fertig, setze mich auf meinen Sitz, mach Bremsprobe. Denke mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist so, vorne rum, unten passt das nicht so. Gucke ich so runter, ja. Hosensteigerbund. Hatte zwei Hälften. Habe ich jetzt einen Kling gehört? Moment mal. Halt mal bitte stehen. Ich sehe dich doch. Du Lump. Ich wusste es doch, dass ich dich gehört habe. Wolltest dich wieder vor mir verbergen, ha? Hey, Freundchen. So, die zwei haben wir schon mal verbunden. Kann man hier auch mal kurz lösen? Mei, das kostet wieder Zeit. Gerade dann, wenn ich Geschichten erzählen wollte. Wahnsinn, hey. Ja, zum Glück war es jetzt kein Container oder sowas, wo Gas austritt. Uns passt aber alles, oder? Naja, wo ich stehen geblieben? Ja, Hosensteig. Zwei Hälften, kennt ihr sicherlich. Auch so vom Reißverschluss, du machst zu und dann... Ja, sowas bei meinem Hosenstall auch. Nein, das war eine ungemütliche Fahrt. Ich weiß nicht, ich kam mir so unruhig vor, weil untenrum ja so eine Belüftung auf einmal stattgefunden hat. Ja. Endlich dann am Hauptbahnhof wieder angekommen. Dachte ich mir so, ich muss das reparieren. Ich muss das irgendwie reparieren. Ich muss diese Hose so weit hochgezogen, wie Steve Urkel immer seine Hosen dreht. So gefühlt. Ja, das war ein sehr einschneidendes Momenterlebnis. Dazu sagen. Und ja, ich habe es aber dann geschafft. Ja. Mit voller Einsatz auf dem kleinen Klo. Gefühlt nur ein Quadratmeter Platz für mich. Ja, habe ich es hingekriegt. Ich habe den Hosenstall so gesehen repariert und ich glaube, ihm bis zu Hause hat er gehalten. Mann, war ich stolz auf mich. Bin ein Held. Bitte jetzt Applaus. Ah, danke. Es geht runter wie Öl. Ja, und was habe ich zu Hause als erstes gemacht? Wir haben gleich neue Diensthosen bestellt. Das Theater tue ich mir lieber dann. Ja. Also wenn er jetzt halt öfters reist, dann hey, pff. Ich glaube, der ist schon mal gerissen und ich habe es ja schon mal erzählt gehabt. Jetzt ist er schon wieder gerissen. Wahnsinn. So, sollten wir noch schnell mal kurz checken, welche liegt falsch, welche liegt richtig. Wir können uns wieder hinsetzen. Ganz schön hier die fünfte. Naja, wie gesagt, Hose ist repariert, aber ihr kennt das sicherlich. Solche Momente, ja, ihr geht so auf der Straße, dann denkt ihr euch, warum gucken euch die Leute doof an? Und dann, oh Scheiße, der Hosenstall ist ja noch offen. Passiert mir gerne mal in der Früh. Total hier aus mir, also schlaftrunken, Hose anziehen. Ja, ja, so wie immer halt, Hose zu, Gürtel, Polo, Strickjacke an, Abflug und ja. Naja, dann vergisst man den Hosenstall.
Und du denkst du dann so, komm, ist ein bisschen luftig unten rum. Was ist denn da los? Dann guckst du so hoch. Und dann versucht man das immer so heimlich so zuzumachen. So ganz schnell, wenn keiner guckt, so. Das kann auch ganz schnell schief gehen. Wenn auch nur ein Stück eurer königlichen Kleides draußen liegt. Ah! Oder falsch liegt. Ah! Das zeige ich euch, das sind Schmerzen. Hab's einmal gehabt, nie wieder. Seitdem bin ich vorsichtig. Was erzählt denn da davon wieder für einen Stusssinn? Ah, das weiß ich auch nicht, Freunde, das weiß ich auch nicht. Lasst mich doch einfach mal ein bisschen Stusssinn erzählen, ja? So, wir sind in der Farm, wir haben es eben bald schon wieder geschafft, was? Läuft wieder zusammen. So, wir sind